Es ist soweit. Wir starten heute direkt durch. Ja, mit der Alokasia noch nicht, aber auf jeden Fall im Laufe des Filmes, denn die holen wir heute tatsächlich raus hier, die haben wir geflutet. So, dann gibt es etwas, ja, ich habe heute Morgen gegossen und wie immer, ne, beim Rundgang, irgendwas entdeckt man ja. Wir haben 6,67, wieso, weshalb, warum ich euch das zeige, sehen wir gleich, denn das ist ganz wichtig nochmal mitzunehmen, auf jeden Fall, denn wir nehmen alles mit, was funktioniert und was auch nicht funktioniert und wieso, weshalb, warum das so ist. So, unser gefluteter Sonnentau, lol, macht sich richtig gut, muss ich sagen. Jetzt ist die Frage, belassen wir das oder nicht? Mal gucken, wie wir damit weitermachen. So, dann gucken wir uns das mal an hier. Hier haben wir Wasserstoffperoxid dazugegeben, bei der Menge jetzt hier. Das waren, glaube ich, 6 Milliliter tatsächlich. Ja, 6 Milliliter, richtig. Ja, und wie wir sehen, die grüne Suppe ist klar geworden. Ja, so ist das. Jetzt haben wir natürlich hier auf dem Grund, ich weiß nicht, ob ich das so hinbekomme. Warte, wir halten mal eben Stille hier. So, Dalle, pass mal auf. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Ich will den mal eben bewegen hier, dass man mal sehen kann vielleicht, dass dort also am Grund sich einiges bewegt jetzt. Ja doch, jetzt kannst du, glaube ich, erkennen. Ne? Ja, das sind halt die toten Algen. Ne? Die haben sich jetzt unten auf dem Grund abgesetzt. In dem Zuge sollten wir dann aber sowieso das Wasser jetzt wechseln. Müssen wir eh, weil wir aufdüngen müssen hier. Denn hier habe ich damals nur reines Wasser reingegeben bei der Geschichte. Und ja, hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal zunächst diese Geschichte an, wo wir jetzt gar nichts mehr sehen können. Okay. Die Avocado. Ja, der Neuaustrieb macht sich richtig gut, muss ich sagen. Schöne, kräftige Blätter bekommen. Das ist total klasse. Allerdings wird er immer schwerer langsam. Ja, ist halt so, ne? Machst du nichts. Aber darum geht es jetzt nicht. Gucken wir kurz die Mango nochmal an hier mit ihrem Neuaustrieb. Richtig schöne, große Blätter nach wie vor. Hier steht jetzt unsere Angel Wings, die Xanthosoma. Aber auch darum geht es nicht. Aber wenn wir schon hier sind, nehmen wir uns ein bisschen was mit wenigstens. Ne? Sollen wir mal gucken können, wie sich das so entwickelt. Das neue Blatt der Alocasia Sebrina. Wunderschön. Streckt sich noch nach oben. Ja, die macht sich mega gut. So, und dann kommen wir jetzt zu dem Projekt. Wieso, weshalb, warum? Tja, da kiekste, wa? Ganz genau, so ist es. Das ist jetzt gelbstichig, das ist normalerweise weiß, das Blatt tatsächlich, also weiß-grün. Das kommt durch die Belichtung hier. Aber wir sehen tatsächlich Braunanteil im Weiß. Ja, das ist tatsächlich so. Der pH-Wert ist also im Abmarsch und schon passiert es wieder. Es ist jedes Mal das Gleiche. Hätte ich einen Tag früher nachgesehen, nachgemessen und dementsprechend reagiert, wäre es nicht passiert. Aber wir sehen, das kommt von einem Tag auf den anderen. Wir können es aber aufhalten, indem wir jetzt tatsächlich den pH-Wert wieder anpassen. Ist definitiv so. Das ist möglich. Ne? Und dementsprechend werde ich jetzt gleich hier reagieren, das Wasser komplett rausholen hier aus dem Topf. Und dementsprechend dann das nochmal anders handhaben. Dann dementsprechend hier jetzt mit Leitungswasser. Wir haben zwar noch eine andere Möglichkeit mit Calciumcarbonat, aber da möchte ich jetzt noch nicht experimentieren. Von daher kommt hier erstmal kräftiger Schwall Leitungswasser rein, damit wir den pH-Wert wieder hochbekommen. Ja, so sind sie. Ne? Das sind halt die Zicklein, so wunderschön sie sind. Ne? Aber wenn der pH-Wert ein bisschen runter geht, ist Feierabend. Also wirklich bei 7 halten ist das Allerbeste, wenn man es irgendwie kann. Ist so. Ne? Ich weiß es, du weißt es oder wir wissen es, aber was soll ich sagen? Es ist so, wie es ist. So, die Grünen hier, die machen da keine Zickereien. Da kommt ein neues Blatt raus tatsächlich bei der Monstera Deliciosa. Das ist ja ausgereift gewesen jetzt hier und soweit ist das ganz okay. Aber wenn wir schon hier sind, gucken wir noch ein bisschen was. Guck mal, der Neuaustrieb. Wunderschön. Auch da hinten. Richtig toll. Also das ist so eine tolle Pflanze. Die verballert allerdings recht viel Wasser, muss ich sagen. Also muss ich aufpassen. Hier muss ich also fast jeden zweiten Tag nachgießen. Allerdings halte ich das ja nicht mehr voll. Vergessen wir nicht, ne? Das ist ganz wichtig zu wissen, dass das dementsprechend so jetzt hier gehandhabt wird. Ja, okay. Jetzt wollen wir uns auch nicht zu lange hier aufhalten. Und gehen dann jetzt mal gleich wieder rüber in den Arbeitsraum und gucken da weiter, weil ich nämlich, ja, auf so ein paar Sachen bin ich mega gespannt. Ne? Von daher, ja, unser Papaya macht sich wunderbar hier nach wie vor. Das Blatt ist so ein bisschen zerrupft, das ist, weil ich immer lang renne und manchmal, ja, geht ein kleines Stück ab. Allerdings muss ich erstmal unseren Dingensbommens hier, ja, der leuchtet rot, genau, unseren Raumluftentfeuchter erstmal wieder leer machen. Das ist schon ganz wichtig, damit uns hier die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch steigt. Ne? Okay, ja. Also, es ist so, es ist. Dann gehen wir jetzt wieder in den Arbeitsraum. Gucken wir nochmal ganz hier bei der Babystation vorbei, das neue Blatt, das sich jetzt rausschiebt hier. Und ich zeige es in dem Grunde wegen diesem Blatt hier. Das kann man jetzt schlecht erkennen. Das hatte ja vor kurzem auch so einen Braunanteil bekommen, hier kannst du es sehen. Ne? Und dann haben wir gegengesteuert hier. Und wie wir sehen, man kann das tatsächlich aufhalten. Ne? Das ist also
möglich. Aber nun ja, es ist so, wie es ist. Machst du nix. Nein, ich habe ihn nicht abgeschnitten. Das ist das Köpfchen vom letzten Mal. Weil ich wollte jetzt wissen, was dann hier Sache ist. Hier haben wir einen PH von 7,1. Hier ist alles in Ordnung. Ja, das ist so bei diesen ja, variegierten Formen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wie sieht es denn mit dem Mikrosiemenswert aus? Wir sind das Ding ja hier am Bewurzeln. Ich gucke mal Justus, ob ich da was sehen kann. Durchs Glas durch, sind hier bei knapp. Ja, nicht ganz 300 Mikrosiemens. Also das ist soweit okay. Wir hatten ja letztes Mal ein bisschen Dünger hier beigegeben. Weiß ich, 2 oder 3 Tropfen. Wurzel sieht gut aus, wunderschön erwachsen, von daher. Ja, muss ich noch aufpassen, dass ich das hinterher noch aus dem Glas kriege, fällt mir gerade so auf. Weil das ist ja hier oben ein bisschen enger, ne? Wenn die Wurzel jetzt kräftig wächst, dann kriege ich den da gar nicht raus. Oh. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Die fallen dann manchmal erst ein, wenn man es dann in der Praxis sieht. Ist definitiv so. So, jetzt bin ich so ein bisschen irritiert gerade. Was machen wir als nächstes? Achso, wir setzen jetzt erstmal das Wasser an für die Monstera Tide Constellation. Das machen wir einmal zusammen heute. Besser ist das. Weil ich werde es jetzt versuchen. Was sehen wir gleich? Wir sind nochmal in dem Dschungel. Ja, meine Lieben, pass mal auf. Was habe ich vorhin erzählt? Voll den Quatsch, ey. Pass mal auf. Was machen wir in solch einem Fall? Weißt du es schon? Kannst du es schon erahnen? Oder weißt du es vielleicht sogar? Ja, pH-Wert zu niedrig. Mikrosiemenswert lag bei 1300. Aus Erfahrung wissen wir schon, dass das nur ein Anhaltspunkt ist, denn was im Substrat selber drin ist oder in der Erde, das können wir gar nicht wirklich ermitteln. Das heißt im Klartext, was habe ich jetzt gemacht? Ich zeige es dir. Pass mal auf. Und zwar habe ich die Kiste geflutet, komplett unter Wasser gesetzt. Ne? Und das lasse ich jetzt auch wenigstens 2 Tage drin, das Wasser. Wird zwischendurch mal nachmessen. Nachher auf jeden Fall noch einmal, bevor wir Feierabend machen. Ich hoffe, die vergesse ich das nicht wieder. Und das ist jetzt auf jeden Fall die einfachste Variante. Mit Leitungswasser geflutet. pH-Wert 7,4 bei uns. Mikrosiemenswert etwas über 500. Und dann schauen wir mal, wie das nachher aussieht. Okay, dann geht es weiter mit dem nächsten Projekt. Das Ganze ist jetzt 2 Tage hier im Wasser. pH-Wert ist tatsächlich noch gestiegen. Von 7,1 noch was hatten wir, jetzt auf 7,2 noch was. Mit reinem Wasser haben wir das Ganze geflutet. Und der Mikrosiemenswert, den werde ich jetzt mal just ermitteln. Und dann mal gucken, wie wir mit der Geschichte hier weitermachen. Denn auch das ist sehr interessant. Ja gut, jetzt ist aber auch hier, wurde viele Monate immer nur gegossen und gedüngt. Ne? Und dann sieht das halt so aus, wie es aussieht. Okay, so, was haben wir jetzt hier drin? Lassen wir uns überraschen. Wir hatten letztes Mal gemessen, im Untersetzer 1500, paar zerquetschte. Wir haben drin 2400, also siehst du wohl, ist doch mehr drin im Substrat, als man denken möchte, obwohl wir jetzt ganz viel reines Wasser hier reingegossen haben. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. So, mal überlegen. Eigentlich nicht überlegen. Wir müssen die nochmal, theoretisch, nochmal mit reinem Wasser spülen, um A, die Nährstoffe oder die Salze rauszuholen hier und um den pH-Wert runterzubringen. Werden wir aber nicht machen, aus einem ganz einfachen Grund. Mache ich das denn jetzt hier? Pass mal auf. Ich gieße das einfach mal raus hier. Treffer, wunderbar. Und ich würde sagen, wir holen ihn heute raus und gucken uns mal die Wurzeln an, wie die ausschauen. Denn ich denke mal, das ist nochmal interessanter, als den jetzt nochmal zu spülen. Von daher machen wir das heute einfach mal. Ne? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja, wecken wir mal wieder die Neugierde. Lassen wir uns mal überraschen, wie das Schätzchen jetzt hier aussieht. Und vor allem hier ist so ein ganz kleines Blatt, kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so richtig sehen. Hier ist so ein ganz kleines Blatt rausgewachsen hier vorne. Mal gucken, was da so sich drin befindet. Das habe ich gerade erst reingestellt. Mal gucken, wie das dann aussieht. Hier hatten wir mit Wasserstoffperoxid schon zweimal tatsächlich das Ganze gehandhabt. Ja, oh ja. Okay, alles klar. Ja, hier war das mit dem Spülen also höchste Eisenbahn, würde ich sagen. Da sind ja kaum Wurzeln dran. Aber das ist jetzt mal ein Ding, ne? Ja, okay, kaum Wurzeln dran, dafür schöne Knollen, 1, 2, 3, 4, schöne dicke, 5 dicke Knollen sind da dran. Die Pflanze sieht richtig gut aus, guck dir das mal an, und die Wurzeln, holla die Waldfee. So, ja, und das ist noch eine Knolle, und das ist eine kleine Knolle, die einfach schon mal gewachsen ist. Auch schön anzusehen. Ja, okay, also jetzt können wir es augenscheinlich auch sehen, dass der Pflanze nicht gut geht. Ne? Sie hatte uns das gezeigt. Denn das Blatt, was jetzt rausgewachsen ist, ist das neueste. Ne? Und davor war hier noch eins rausgewachsen, das war sofort schlapp und ist Matsche geworden. Ne? Sofort. Und da habe ich schon damals gedacht, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber dass das jetzt so arg aussieht, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber okay, das nehmen wir jetzt so mit. Ne?
Ist so, wie es ist. Machst du nichts, ne? Ist jetzt aber nicht ganz so tragisch, wie gesagt. So, ich stelle dich mal kurz hier hin. Wie sieht es jetzt hier aus? pH-Wert 6,55. Mal gucken, ob es sich noch verändert. Mikrosiemenswert ist hier 430 bei der Orchidee. Ich hatte sie tatsächlich mal im Wasser jetzt auch gedüngt. Nicht nur übers Blatt, um mal zu gucken, wie sie drauf reagiert. Bis jetzt sieht es gut aus. Was machen wir jetzt mal auf? Okay. Ich hole mal die andere ran hier. Die Geschwisterchen im Prinzip davon. Um euch mal zu zeigen, wie das Ganze im Wasser aussieht. Wir wissen es zwar, aber da können wir heute das mal so im Vergleich dann tatsächlich auch sehen. Ja, schon interessant, ne? Ja gut, so ein bisschen gegengesteuert hatte ich ja schon, als ich sah, dass das Blatt Matsche wurde damals. Von daher ist es jetzt nicht mehr ganz so wild gewesen. Aber, ne, wir sehen ganz wenig Wurzeln. Also es war echt, knapp grenzwertig. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Schätzchen hier in der Wasserkultur und schauen uns da mal die Wurzeln an. So sollten sie eigentlich aussehen, ne? So sollten die Wurzeln eigentlich aussehen. Tja, ne? Das ist also auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass wir also nach vielen Monaten das Schätzchen hier mehr oder weniger überdüngt haben. Ne? Und dann macht sie einfach keine Wurzeln mehr. Das reicht, die paar Wurzeln, die sie hat, das reicht ihr aus. Ne? Siehst du ja hier. Ne? Das reicht ihr vollkommen aus. Warum soll sie denn mehr machen? Ist so. Auch bei Pflanzen. Ne? Definitiv. Zu viele Nährstoffe, dann lasse ich meine Wurzeln einfach mal in Ruhe. So, ich mache jetzt kurze Pause, 6,49 oder 6,5. Mal gucken, ob sich das noch ein bisschen verändert. Was wollte ich noch gemacht haben? Achso, die Wurzeln einmal kurz, wenigstens schon mal nochmal nass gemacht haben hier, damit die mir jetzt nicht trocken werden in der Zeit. Und da gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Es geht weiter. So, wir haben hier einen pH-Wert von 6,4 etwa. Mikrosiemenswert hatte ich ja vorhin gesagt. Hier gießen wir jetzt mal ein bisschen reines Wasser dabei, damit ich da nicht zu hoch komme. Wie gesagt, ich habe letztes Mal die Düngerlösung hier reingegossen. Dass ich das mal ein bisschen reduziere, dass es nicht mehr nicht zu hoch kommt hier. Das ist mir lieber. So, okay. Was machen wir jetzt hiermit? Ich würde sagen, Wasser raus heute. Hier haben wir jetzt pH-Wert von knapp 7, knapp unter 7. Mikrosiemenswert 430. Und hier hatte ich auch schon zweimal die 400 bis 500er Variante nachgekippt. Vorher hatten wir mit dem Calciumcarbonat gearbeitet. Also das läuft dieses Mal richtig rund, muss ich sagen. So, wir werden jetzt... Pass mal auf, jetzt habe ich was vergessen. Ist doch nicht wahr, ne? Ja, ich war gerade hier bei euch und jetzt gehe ich auch wieder zu mir. wir holen das Wasser jetzt mal raus hier, damit wir das mehr oder weniger wieder starten können. pH-Wert war interessanterweise oder ist in dem Sinne bei 7. Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären, also knapp unter 7. Ich vermute einfach mal, dass das messtechnisch von dem Gerät nicht so richtig funktioniert, weil hier, ja, wir haben hier knapp 60 Mikrosiemens drin, gehe ich jetzt mal von aus, weil das hat mich jetzt doch ein bisschen verwundert, muss ich sagen, aber ich kann es mir nicht erklären. Oder habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht und hier Leitungswasser reingegossen? Nee, ne? Ich meine, du warst ja dabei. Hoffe ich doch zumindest, ne? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das hat mich jetzt gerade echt verwundert, dass das so ist, wie es ist. Aber ist okay. Ja, rausgießen kann ich es jetzt nicht, sonst kippe ich mir das ganze Substrat hier mit raus. Und das wollte ich dann jetzt doch nicht machen. So, Dalle. Also kann man sich so ein bisschen behelfen wenigstens, ne? Ist so. So. Den Rest muss ich jetzt gleich just alleine machen, würde ich sagen. Weil da muss ich ein bisschen... Obwohl, warte mal. Ich könnte ja... Einfach mal auf den Grund. Jawohl. Okay, das sollte reichen. So, das heißt, jetzt werden wir die Pflanze weiter beobachten. Klingelingeling, wie sie sich dann entwickelt. Oder ob sich da noch irgendwas entwickelt oder wie auch immer. Oder ob sie uns das jetzt ganz übel nimmt und hops geht. Hoffen wir mal nicht, ne? So, dann haben wir das soweit fertig. Okay, das heißt, jetzt widmen wir uns wieder der Alocasia, der Red Secret. Da überlege ich mal, was wir da machen. Am liebsten würde ich sie auch ins Wasser stellen. Ist so, weil im Wasser läuft es irgendwie rund, ne? Das ist schon, ja, ist so, wie es ist, machst du nichts, ne? Im Wasser läuft es einfach rund. Tja, ist so. Wir nehmen unsere allseits bekannten kleinen Töpfchen. So, pass mal auf, dann pflanzen wir den tatsächlich doch hier ein, weil ich kann jetzt nicht alles ins Wasser stellen, ne? Wir wollen ja auch neue Erfahrungen sammeln und von daher läuft das ja so schon mal ganz gut. Allerdings werden wir jetzt in dem Zuge mal die Knollen abnehmen hier. Denn die können wir auf jeden Fall weiter zur Vermehrung nehmen. Siehst du wohl. Okay. Ja, ist echt, ne? Ist der Hammer. So wenig Wurzeln, ist der Wahnsinn. So, mal auf und die nicht umschmeißen hier. Wir setzen die jetzt tatsächlich auch tiefer.
Ja, damit er uns nicht umfällt. Wenn wir die paar Würzelchen jetzt hier reinpflanzen, dann kippt er uns sofort wieder um. Definitiv. Ne? Also kommt das Schätzchen einfach ein bisschen tiefer jetzt gesetzt hier. Mit dem Vulca Flor, gemischt mit Ceramis. Ja, Ceramis, wie gesagt, als Nährstoffspeicher, ne? Weiß Bescheid. Ja. Aber andersrum, das Mineralsubstrat selber von Vulca Flor, das speichert auch ordentlich, wie wir jetzt gesehen haben, auch schon einmal. Also von daher, ja, ist so wie es ist. So, dann hier. Zack, die Bumm. Okay, aber nach wie vor werden wir hier einmal durchspülen, das Ganze. Das machen wir grundsätzlich. So, warte mal, eben mal gucken so. So könnte er passen. Wir nehmen jetzt die 400 bis 500er Variante tatsächlich auch wieder hier. Aber das ist schon mal interessant, dass wir jetzt gerade jetzt so mitnehmen im Laufe der Zeit, dass bei manchen Pflanzen sich doch enorm was ansammelt, ne? Im mineralischen Substrat. Aber übrigens, das ist bei der Erde genauso. Definitiv, ne? Also das, die speichern auch Salze. Ist jetzt nicht so, dass das nur im mineralischen Substrat so wäre. Okay, so, das gieße ich gleich noch einmal raus. In dem Zuge. Und dann gießt man einen Schluck hier rein, aber nicht mehr ganz so viele. Nicht mehr ganz so viel. So, so, okay, dann soll es ihm jetzt auch längere Zeit wieder besser gehen. So, okay, mehr nicht, das reicht aus, denn nach wie vor halten wir die Töpfe nicht mehr voll. Es sei denn, wir fahren mal weg, Wochenende oder Urlaub oder wie auch immer, dann können wir Töpfe ruhig einmal voll gießen, voraussichtlich sogar fluten, ne? Möchte ich jetzt nicht empfehlen, aber ich würde es machen, ist definitiv so. Okay, das haben wir jetzt fertig, soweit die Knollen, die packe ich erstmal ins Wasser, damit sie mir nicht vertrocknen. Ansonsten, ach so, nee, wir sind gar nicht fertig, ach, warte. Man mag es kaum glauben, es hat funktioniert, pH-Wert ist 6,7. Mikrosiemens werden wir mal kurz gucken. Wir hatten ihn das zweite Mal geflutet mit Wasserstoffperoxid tatsächlich auch, um das Ganze zu reinigen. Ja, so knapp bei 400, auch in Ordnung. Also das läuft jetzt soweit ganz gut. Riecht nach gar nichts. Also es hat tatsächlich funktioniert. Das ist so genial, ne? Das hat gemuffelt und gestunken, frage nicht wie. Das war echt nicht mehr schön. Geschichte kennen wir ja, ne? So, dann gieße ich das Wasser aber trotz alledem weg jetzt hier. Und damit haben wir ihn gecleant, gereinigt. Super Sache, muss ich sagen. So, Schätzelein, dann kommst du jetzt wieder rein hier und kriegst nach alter Manier die 400 bis 500er Variante ein bisschen rein hier. Und dann läuft das wieder richtig rund. Ja, so einfach kann es gehen, ne? Hat sich doch gelohnt. Das war echt am Muffeln und hast du nicht gesehen. Also, ne? Es hat geklappt. Super. So, jetzt haben wir aber noch einen Kandidaten, und zwar den in der Erde, das Dianthurium Adrianum. Da müssen wir auch checken, auf jeden Fall, weil die ist in der Erde und die will ich jetzt auch nicht eine ganze Woche drin lassen. Zwei Tage ist, denke ich mal, erstmal genug. Nein, ich habe es nicht vergessen. Wir gehen gleich auf jeden Fall noch mal kurz in den Dschungel. Und dann gucken wir mal, wie das da aussieht. Eins, zwei, drei, hopp. Flott. Okay. Dann gucken wir, ob wir das jetzt so just hinbekommen. Das geht schon mal gut. So. Er steigt über 7 scheinbar. Wollen wir mal gucken. So, Mikrosiemens wird kurz ermittelt. Das ist übrigens nicht das Schätzchen in der Erde, sondern im Substrat. Ja, 490 Mikrosiemens. Das ist jetzt soweit okay. Also war doch gar nicht ganz so viel drin tatsächlich. Herbert, ja, das steigt, 7,14. Pass auf, ich weiß auch gar nicht, hatten wir jetzt reines Wasser mal reingegossen, ne? Ja, sicher, logisch. Sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht. Pass mal auf, wir gehen mal kurz in den Dschungel. Gucken mal, wie das da jetzt aussieht. Wir sind doch noch mal kurz hier, wir haben jetzt pH-Wert von 7,5. Ist also erhöht worden, nicht runtergegangen, sondern erhöht, das liegt wo dran? Wir haben das Schätzchen hier in Holzkohle damals gepflanzt. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir da mal reingucken sollten, wie das Ganze aussieht. Allerdings nicht mehr heute, das wird mir sonst zu viel. Aber ich glaube, soll man das machen? Was sagst du dazu? Gucken wir mal rein, wie das aussieht. Wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? In dem Zuge könnte ich es auch mal sauber spülen vorher heute dann, dass es mal ein bisschen entstaubt wird. Also das ist jetzt mal doch, ja, war irgendwo auch zu erwarten. Wie gesagt, wir haben es ja in Holzkohle gepflanzt, ne? Aber dass das jetzt so hoch geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ist okay. Das lassen wir jetzt erstmal so, wie gesagt. Wollt ihr das sehen? Wie wir sie rausnehmen? Und jetzt gehen wir erstmal in den Dschungel.
Jedes Mal, wenn ich hier durch muss, muss ich den anheben, damit ich hier durchkomme. Und damit habe ich jetzt die Faxen dicke. So, schnipp, schnapp und ab. Ne? Also irgendwann geht es halt nicht mehr. Ist so. So, okay. Dann holen wir uns jetzt mal Wasser mal raus hier und schauen mal, wie die Geschichte aussieht. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich habe übrigens vorhin schon mal ein paar Mal ja, gepumpt, rausgesogen, wieder rein, ne? Wieder rein und wieder raus und wieder rein, um das alles schön zu vermischen da drin. So, und dann gucken wir mal, was wir jetzt dann tatsächlich hier gegeben haben schon mal. Das werden wir aber nochmal kontrollieren, die Tage, entweder morgen oder mal gucken, ne? Eins nach dem anderen, wie wir das dann halt auch hinbekommen. So, okay, was haben wir jetzt hier drin? Zeig mal her. Ja, da müssen wir jetzt einen Moment warten, voraussichtlich. Aber Mikro-Siemens-Wert, den können wir schon mal mitnehmen. Wir haben hier 1520. Ist okay. Also da hätte ich jetzt gedacht, da würde mehr bei rumkommen, aber ist okay. Das passt soweit. Ja, er sinkt allerdings noch. Ist jetzt schon bei 7. Also, ja, ich glaube, das wurde echt höchste Eisenbahn, dass wir hier reagieren. Definitiv. Ne? Geht noch weiter runter. Ja, das reagiert noch miteinander. Auf jeden Fall unter 7. Das heißt im Klartext, den lasse ich erst noch ein bisschen stehen hier. Und guck da gleich nochmal nach. Ja, ist schon eine grüne Hölle geworden hier, ne? Heavy, heavy. So, okay. Dann nehme ich das Glas mit rüber und dann gucken wir gleich mal, was Tatsache gegeben ist. Bei manchen Sachen, da fragt man sich echt, tatsächlich fast umgeschmissen, wieso das überhaupt noch funktioniert hier, ne? Das ist schon eine geniale Sache. Wie gesagt, hier, soll man es rausholen oder nicht? Also gemeinsam in dem Sinne. So, dann 6,85 war jetzt bei der Monstera-Type Constellation, ja, 6,86. Das ist soweit auch interessant. Ich habe da 4 Liter vom Leitungswasser reingekippt und trotzdem sind wir noch nicht über 7 gekommen, obwohl wir einen pH-Wert von 7,4 haben im Leitungswasser. Aber okay, die Monstera sind da halt nun mal für berüchtigt, dass die pH-Wert runterballern. Das ist nun mal so. Okay, jetzt haben wir hier noch die Samen von der Banane, von der rosa Zwergbanane. Ich lasse sie heute noch einen Tag drin. Und ich denke mal, morgen oder so können wir dann dazu übergehen, sie zur Aussaat zu bringen. Und bei den Knollen von der Alocasia Red Secret, die wir jetzt gewonnen haben, da bin ich überlegen, ob wir da mal zwei nehmen und die auch in Wasserstoffperoxid legen, so für 2 Tage oder so. Einfach um zu gucken, wie die darauf reagieren, ob die dann schneller ins Wachstum kommen oder so. Das meine ich damit, ne? Wäre vielleicht auch recht interessant. Ja, und wie gesagt, also das mit der Wasserkultur, das ist einfach nur der Hammer. Das ist so genial. Und hier kann man so schnell eingreifen, wenn mal irgendwas nicht in Ordnung ist. Und man sieht ja auch die Wurzeln, wie sie aussehen, wie die Wurzeln aussehen. Die Monstera Thai Constellation, die in der Säule, die wir abgeschnitten hatten und dann ins Wasser gestellt haben, die wir vorhin gesehen hatten, ganz am Anfang. Da ist irgendwas im Busche. Jo, aber holla die Waldfee. Aber das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir in einem der nächsten Filme. Ja, doch recht zügig. Also spätestens morgen muss ich danach gucken, auf jeden Fall. Um mal zu gucken, was der Sache ist, um dann mal wieder eine These aufzustellen zu der Pflanze. Wieso, weshalb, warum das so ist oder sein könnte in dem Sinne. Ne? So, okay, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen, meine Lieben. Ja, so ist das. Ne? Neue Babys sind Anmarsch. Ja, also das mit der Holzkohle. Ich meine, ist schon klar, wir wissen, dass Holzkohle den pH-Wert erhöht. Ne? Aber die Anthurien sind eigentlich dafür berüchtigt, dass sie keinen hohen pH-Wert mögen. Und trotz alledem ist sie also nur recht lange Zeit drin gewachsen. Macht sich auch relativ gut, außer dass ein paar kleine Problemzonen da sind, wie wir letztens gesehen haben. Das ist aber nicht so tragisch. Ne? Aber dass die Holzkohle doch so viel den pH-Wert erhöht, ne? Das ist schon mal sehr interessant. Also die hat ja nur einiges ins Wasser rübergegeben, in dem Sinne kann man sagen. Ne? Also, dass man das dann auch so, ja, wir nehmen ja alles so mit, wie es kommt, ne? Ist so. Ja, okay, nutzt alle nix. Es geht morgen auf jeden Fall weiter. Boah, ich warte unbedingt, nicht ich warte unbedingt, lol, ich warte auf die Tiere. Ah, ich bin voll aufgeregt, richtig hibbelig. Ich bin auch überlegen, wo ich sie reinsetze tatsächlich auch. Aber das entscheide ich dann, wenn die tatsächlich ankommen. Dann. Ja, auch meine Güte. Aber sonst, es ist so, wie es ist aufregend, es ist spannend und das, ja, das ist natürlich auch ein bisschen Adrenalin zwischendurch, ganz klarer Fall. Und es macht mega viel Spaß. So, okay, wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder.